Eben haben Sie gesehen, wir waren in der Mettlacher Abteibrauerei und jetzt sind hier zwei Gäste bei mir. Und zwar ist das einmal die Karin Fell. Sie ist die Inhaberin der Abteibrauerei, kann man sagen. Ist das richtig? Eine der Inhaber, jawohl. Einer der Inhaber, genau. Und Bianca Molitor, die Bierkönigin des Jahres sozusagen. Genau. In welcher Amtszeit befindest du dich? Also ich bin seit November Bierkönigin und werde es auch noch hoffentlich eine Weile bleiben. Wie lange ist man Bierkönigin im Schnitt? Im Schnitt vorerst mal für ein Jahr. Wenn ich meine Sache gut mache, werden die Chefetage vielleicht verlängern. Mal sehen. Mhm. Wie kommt man denn zu so einem Amt der Bierkönigin? Man kennt ja hier eher so die Weinköniginnen an der Mosel. Bierkönigin ist, glaube ich, nicht so verbreitet, oder? Nein, verbreitet ist es nicht, aber zunächst einmal von Wein habe ich gar keine Ahnung. Ja. Bier trinke ich dagegen sehr gerne. Okay. Und als ich dann von der Stellenausschreibung sozusagen gehört habe, eine Bierkönigin wird gesucht, habe ich mich direkt interessiert und habe mich vorgestellt. Und anscheinend hat der Chef dann gedacht, die ist es, und dann bin ich es geworden. Ja. Wie ist der Weg? Man kommt viel rum, oder? Ja, also man hat wirklich viele tolle Veranstaltungen. Ich war im Januar in Berlin und na gut, in der Region kommt man auch sehr weit rum, was ich auch sehr mag. Und ja, es sind sehr viele Veranstaltungen von ganz klein bis ganz groß und es ist wahnsinnig interessant. Mhm. Frau Fell, Sie kommen von der Abteibrauerei aus Mettlach heute hierher zu uns. Wie lange gibt es diese Brauerei schon? Die gibt es jetzt seit 1997. Ja, wir haben diese Brauerei, es ist ein Familienbetrieb. Wir betreiben das mit zwei Familien, mein Bruder, seine Frau, mein Mann und ich. Und wir haben diese Brauerei gegründet aus Liebe zum naturbelassenen Bier. Und den ersten Sud haben meine Schwägerin und ich in der Küche gemacht. Genau, jetzt machen Sie was ganz Besonderes. Das ist das Bio-Bier, kann man sagen. Ja. Oder? Ist das wir richtig haben uns ausgedrückt? Entschieden, wir wollten also ein ganz spezielles Bier der Saar haben. Ja. Und wir haben uns dann noch einen Schritt weiter getan und haben gesagt, wir werden auch ein Bio-Bier herstellen. Und mittlerweile sind wir auch dem Biolandverband zugetreten und machen Biolandbier. Was ist denn der Unterschied vom Bio-Bier hin zum konventionellen? Also generell hat es schon mal Alkohol. Am Anfang haben uns die Leute gefragt, hat denn das auch Alkohol? Ja. Also generell so, dass die Zutaten auch so sind wie beim normalen Bier. Und es ist auch vergoren, hat auch Alkohol. Das ist ganz normal, wie beim normalen Bier auch. Es sind halt lediglich Bioland-Rohstoffe, also Rohstoffe, die von Bioland-Anbau sind. Also kein konventioneller Anbau, sondern vom Bioland-Anbau. Mhm. Kann denn jeder Bier auf biologische Art herstellen? Ist das so einfach? Wenn er Rohstoffe von Bioland oder von Bio-Rohstoffe nimmt, kann er Bio-Bier herstellen. Wenn das Ganze aber zertifiziert sein soll, wie wir bei Bioland, dann muss man auch dem Verband beitreten. Mhm. Dann unterliegt man natürlich auch regelmäßigen Kontrollen und verpflichtet sich da auch. Mhm. Wie sind nun die Resonanzen des Publikums so? Wie kommt das Bier an? Also unser Bier kommt sehr, sehr gut an. Es ist also wirklich ein Bier, das fast allen schmeckt, und das Bier schmeckt vor allen Dingen den Frauen, weil es halt ein naturbelassenes Bier ist, die frische Bierhefe ist noch drin. Wir wissen ja alle, dass Bierhefe sehr gut ist für Haut, Haare, Fingernägel, also es ist gut für die Gesundheit, und Frauen legen ja auch Wert drauf auf die Schönheit, die Männer übrigens auch, und von daher trinkt man halt gern naturbelassenes Bier. Mhm. Wie lange dauert es, um Bier herzustellen? Ist dieser Herstellungsprozess wesentlich aufwendiger? Aufwendiger ist er deshalb nicht, nur weil man andere Rohstoffe verwendet. Okay. Generell braucht man, um ein Bier herzustellen, bei uns in der Brauerei, in unserer Brauanlage, 8 Stunden, um einen Sud anzusetzen, und 5 bis 6 Wochen, bis das Bier dann gereift ist und trinkfertig ist. Beim untergärigen Bier. Beim obergärigen Bier geht es dementsprechend schneller. Ein obergäriges Bier ist schon nach 3 Wochen fertig. Mhm. Sie haben uns jetzt hier was mitgebracht. Was ist das genau? Also das sind jetzt hier 2-Liter-Flaschen, glaube ich, ne? Ja, das sind unsere 2 Liter Süffungflaschen, die verkaufen wir auch an der Theke direkt, die werden frisch vom Theke abgefüllt. Ja, welches Bier ist da jetzt hier drin? Ist jetzt unser Mettlacher Abteibräu drin, also unser Standardbier, das wir immer haben, wird ausgeschenkt in der Gaststube auch in diesen originellen Bierkrügen mit Logo drauf. Und dann habe ich noch unser Josefssud mitgebracht. Das ist jetzt unser Sondersud, den wir zurzeit noch im Ausschank haben. Wurde gebraut zum Josefstag am 19. März. Daneben stehen die passenden Gläser, also unsere Sondersudgläser mit unserem Braumeister Willibald drauf. Mhm. Willibald ist nicht unser wirklicher Braumeister, sondern unsere Galionsfigur im Hause. Ja. Es könnte auch mal sein, dass der Name des Braumeisters sich ändert. Also den Willibald gibt's immer. Ja, das habe ich mitgebracht. Und jetzt sehen die Leute
oder unsere Zuschauer sehen hier Senftöpfchen. Jetzt fragen sich die Leute natürlich, was hat das jetzt mit Bier zu tun? In Ihrem Falle, was genau? Also das Einzige, was es mit Bier zu tun hat, ist, dass es auch aus Körner gemacht wird. Ja. Aber das sind halt Senfkörner. Wir haben seit einem Jahr in Mettlach eine eigene Senfmühle. Genau. Die einzige Senfmühle im Saarland übrigens. Und wir produzieren unseren eigenen Senf. Mhm. Da gibt es jetzt eine große Auftaktveranstaltung am Wochenende. Können Sie da kurz mal drüber berichten? Oder ja, das ist der erste Mettlacher Mühlentag, wird stattfinden. In der Senfmühle wird Senf hergestellt. Es gibt Informationsveranstaltungen über den Senf, selbstverständlich auch Senfkostproben. Wir backen Brot vor Ort und wir brauen Bier an diesem Tag und informieren halt die Gäste auch speziell über das Bierbrauen, Brotbacken und den Senf. Mhm. Welchen Teil der Rolle spielst du an diesem Fest? Also ich werde das Fest eröffnen. Ja. Wann geht's los? Die Bierkönigin Samstag so macht. Am Samstag um 12 Uhr. Ja. Und ich werde auf jeden Fall den größten Teil der Zeit anwesend sein, mich um die Gäste kümmern, mal nachhören, wie es den Gästen gefällt, was es für Resonanzen gibt. Und ich werde mein Bestes geben, dass es den Menschen dort gefällt. Und ich denke auch, das wird nicht so schwierig werden. Und natürlich mit Rat und Tat zur Seite stehen. Natürlich. So viel Bier um Sie herum, kann man sagen. Ist man das Biertrinken jetzt mittlerweile irgendwie satt oder schmeckt es immer noch? Biertrinken wird man nicht satt. Ja. Unser Bier ist sowieso äußerst bekömmlich. Also man kann auch sehr viel von unserem Bier trinken. Es gibt keinen Kopfweh. Mhm. Das liegt daran, an dieser Lagerung des Bieres. Das Bier hat Zeit zur Reife. Und von daher ist es ausgesprochen bekömmlich. Und von unserem Bier kann man wirklich sehr viel trinken. Mhm. Und wie gesagt, ich habe es ja schon gesagt, selbst die Frauen mögen das Bier ganz besonders gerne. Heute ist Tag des deutschen Bieres. Wie haben Sie den gefeiert? Inwiefern? Heute haben wir eigentlich noch gar nicht gefeiert. Oder ist bei Ihnen jeder Tag Tag des Bieres? Das wollte ich gerade sagen. Also ja. Bei uns ist eigentlich generell jeder Tag Tag des Bieres. Ja. Und wie gesagt, Bier soll man ja auch genießen. Man soll das ja auch nicht jetzt in Unmengen verzehren, sondern Bier ist ein Genussmittel und es ist auch Bier in Maßen getrunken, ist ja auch ein gesundes Getränk, weil es ein naturbelassenes Getränk ist. Und von daher kann man jeden Tag zum Tag des Bieres machen. Mhm. Welche Termine hast du als Bierkönigin noch so in nächster Zeit anliegen? Also in nächster Zeit stehen in der Brauerei selbst die Termine an, wie jetzt der Mühlentag. Und dann kommen demnächst, ich bin noch in Bayern eingeladen zu einem Bierfest. Mhm. Dann habe ich noch eine Einladung zur Eröffnung der Vietstraße, der Vietsaison. Mhm. Also im Moment geht's quer. Jetzt im Sommer zur Biergartensaison einiges. Ja, da vor allem, ja, doch. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das biologische Bier, kann man das am Geschmack ausmachen? Schmeckt das anders generell oder liegt das an der Herstellung selber? Also ich denke nicht, dass man Bio-Rohstoffe und konventionelle Rohstoffe unterscheiden kann, jetzt generell im Geschmack. Mhm. Unsere Bierrezeptur in Mettlach hat einen ganz besonderen Geschmack, weil es ist ja unsere eigene Rezeptur und hat ihren eigenen Charakter. Also unser Bier ist sehr malzbetont, ist ein sehr kräftiges Bier. Mhm. Wir brauen nach Märzenbrauart, also kein Pilzbier. Von daher ist es Aroma gehopft, es ist mild gehopft. Und naturbelassen, habe ich eben schon gesagt, also leicht trüb. Und von daher ist das Bier schon sehr geschmacksintensiv durch die Rohstoffe, durch die Rezeptur des Bieres. Aber man schmeckt natürlich nicht, ob es jetzt ein Biokorn oder ein konventionelles Korn ist. Das schmeckt man jetzt nicht unbedingt heraus. Okay, sagen Sie uns noch mal kurz, wo man die Mettlicher Abteibrauerei findet und gerade jetzt auch am Wochenende findet zu dieser Veranstaltung. Ja gut, die Mettlacher Abteibrauerei, die liegt in Mettlach, direkt an der Saarschleife. Mhm. Mettlach ist wohl jedem bekannt, das ist ein weltbekannter Ort. Weltmetropole im Saarland. Des Sitzes von Willerer und Boch. Ja. Und uns findet man direkt am Ortseingang von Mettlach. Wir haben einen riesengroßen Parkplatz bei unserem Haus. Ja. Das ist ein Parkplatz der Gemeinde, aber wir haben den Vorteil auch davon und können das auch nutzen. Also Parkplatzprobleme gibt es keine. Jetzt am Wochenende, wenn die Veranstaltung ist, die wird größtenteils auch im Freien sein. In genau, unserem wie wir Biergarten. Vorhin gesehen haben, haben Sie einen wunderschönen Aber wir Biergarten. Haben einen überdachten Biergarten, selbst ja. wenn der Wettergott es nicht so gut mit uns meint. Wir haben in jedem Fall, die Veranstaltung, die wird in jedem Fall nicht ins Wasser fallen. Es gibt Live-Musik im Biergarten, also so, dass urige Biergartenstimmung aufkommen kann. Dann bedanke ich mich recht herzlich für Ihren Besuch und wünsche viel Erfolg bei dieser Veranstaltung.
Vielen Dank. Dankeschön. Heute Abend ist das große Halbfinalspiel der Eintracht Trier im Bitburger Rheinland-Pokal. Sie müssen sich gegen Bad Breisig beweisen, um einen wichtigen Schritt in Richtung Finale zu gehen. Den ausführlichen Sportbericht bekommen Sie morgen früh bereits in der Antenne West Morning Show mit Jochen Kneifeld und Anja Menzendorf von 6 bis 9 Uhr und natürlich auch hier im Magazin. Das war Regio Aktuell für heute. Ich verabschiede mich, wünsche noch eine schöne Zeit. Antenne West und Antenne Luxemburg, wir sind die Region.